Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Memory PC und zwar mit dem CHW Access++. Dahinter stehen einfach nur die Specs für 1379 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Und wie immer kurz vorweg, das System wurde mir vorgeschlagen von Wulfen, der hat auch nichts dabei geschrieben, der hat einfach nur den Link hier reingepostet und den schauen wir uns jetzt an. Kommen wir am Anfang immer erst zu dem Bild, das Bild ist leider fake, man sieht hier auch Schläuche einer Wasserkühlung, die ist so nicht verbaut. Und wenn man hier so ein bisschen weiter scrollt, sieht man auch so ein seitliches Bild und das passt halt vorne und hinten nicht. Wir haben hier unter anderem MSI-Board, was so nicht verbaut ist, hier ist eine 240er Wasserkühlung drin, die ist auch nicht drin, wir haben einen ganz normalen Luftkühler dabei, viermal beleuchteter RAM von ADATA XPG, der ist hier auch nicht drin, hier ist sogar unbeleuchteter RAM drin, auch nur zwei Riegel, was völlig in Ordnung ist, aber das Bild passt halt nicht. Das Gehäuse an sich passt natürlich, aber alles, was da drin ist, ich finde das immer schade. Die Leute, die gucken nach den Bildern, manchmal auch jüngere Leute, die dann ihre Eltern fragen und sagen, hier, guck, das sieht gut aus, dann kommt das Teil nach Hause und sieht halt nicht so aus. Und natürlich steht hier auch, Abbildungen können von der gewählten Konfiguration abweichen. Ja, aber die Grundkonfig muss ja stimmen. Wenn man danach was umbastelt, dann ist das das eigene Problem, aber die Grundkonfig muss schon passen irgendwo. Da hatten wir auch direkt mit dem Gehäuse, das ist ein Fractal Design Pop Air RGB Black, TG Clear Turned mit Glasfenster. Das bringt schon 220mm Lüfter in der Front mit, die RGB beleuchtet sind und einen im Heck. Also somit ist der Airflow einigermaßen gegeben. Die Kiste hat jetzt sowieso nicht so viel krasse Leistung, dass da viel abgeführt werden müsste an Wärme. Aber der Airflow ist auf jeden Fall da, kriegt ihr keine Probleme, was die Wärme eben angeht. Was das Design angeht, und das muss euch natürlich gefallen, ihr könnt es ja auch umkonfigurieren. Aber wir haben hier so eine leichte Perforierung vorne in dieser Mesh-Front drin. Wie gesagt, die RGB-Lüfter und sieht soweit eigentlich ganz clean aus. Und das kostet 79,90 Euro bei Cyberport Stores Deutschland. Die CPU ist ein AMD Ryzen 7 5700X. Den sieht man jetzt immer häufiger. Ist halt einfach ziemlich günstig geworden. Das ist ein abgespeckter 5800X, hat aber ebenfalls 8 Kerne und 16 Threads, hat eine TDP von gerade mal 65 Watt und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Natürlich ist das noch ein älterer Prozessor von der AM4-Plattform. Wir sind bei AM5, aber in dem Preisbereich kriegt man AM5 relativ selten. Vor allen Dingen bräuchtet ihr dann zwingend DDR5, was auch nochmal teurer wird und die Mainboard sowieso. Da kann man gerne auf sowas mal zurückgreifen. Mit dem könnt ihr dann auch streamen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt damit ganz normal zocken, der stellt kein Bottleneck dar, das ist schon okay so. Und der kostet 181 Euro bei Mindfactory. Die CPU-Kühlung ist ein BeQuiet Purox Slim 2 Tower-Kühler. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 130 Watt. Zur Erinnerung, der Prozessor hatte glaube ich 65 Watt, der kann sich aber auch teilweise mehr genehmigen, je nachdem wie man das BIOS einstellt. Grundsätzlich läuft er auf 65 Watt. Natürlich, wenn er in den Boost geht, dann frisst er noch ein bisschen mehr, aber der Kühler ist eigentlich dafür ausreichend. Man spricht dabei halt auch immer von dieser Dauerbelastung. Wenn ihr jetzt ein Cinebench natürlich ständig rennen lässt, aus welchen Gründen auch immer, dann reicht der Kühler irgendwann nicht mehr, der wird ja selber auch dann warm, kann das alles nicht mehr abführen, aber zum normalen Zocken und so weiter reicht das dicke. Qualitativ ist der auch in Ordnung, ich hatte ihn selber hier schon bei mir vor Ort, ich habe mir das Teil angeguckt, ist nichts Besonderes, ist aber von BeQuiet, die Lüfter halten auch relativ lange, das ist soweit okay. Und der kostet 23,89 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus TUF Gaming B550 Plus. Das Schöne ist schon mal, das ist nicht irgend so ein Billo-Board, das ist schon was Vernünftiges, B550 Chipsatz für die 5000er Reihe bestens geeignet und ist halt auch Full ATX, das heißt ein volles Board in einem großen Gehäuse und nicht so ein kleines Scheißboard. Wir haben auch hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten zum Beispiel noch so eine kleine WLAN-Karte oder ähnliches, hier könnt ihr noch eine SSD verbauen, hier kommt die Grafikkarte rein und die Erweiterungsslots könnt ihr halt benutzen, wie vielleicht auch für eine WLAN-Karte, eine Capture-Karte, eine Soundkarte, wenn ihr das vielleicht möchtet, wobei das Board ja sowieso die Soundanschlüsse mitbringt. Kommen wir auch direkt dazu, wir haben 7.1 mit Toslink, 2x USB 2.0, 4x USB 3.0, Netzwerkanschluss, die Onboard-Grafik könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, zieht das Bild sowieso über die Grafikkarte, lasst euch das gesagt sein, wenn ihr eine Grafikkarte habt, immer an der Grafikkarte anschließen. Dann haben wir noch einmal USB 3.1 und USB Typ C. Warum sage ich das so deutlich? Wir haben ganz oft im Discord das Thema, die Leute kaufen sich einen PC, kriegen kein Bild, wundern sich und dann haben sie es halt am Mainboard angeschlossen, obwohl unten die Grafikkarte sitzt. Passiert ganz oft, so ist es halt einfach, deswegen wollte ich es nochmal ansprechen. Aber ja, das ist ein grundsolides Board. Die Anschlüsse passen, wir haben gekühlte Spannungswandler und so, ist schon in Ordnung. Und das kostet 128,88 Euro bei BEA Computer in Österreich oder eben 12 Cent mehr bei Cyberport Stores Deutschland. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR4 RAM, 3600 MHz Corsair Vengeance LP
HPX CL16. Also erstmal 32 GB würde ich auch jedem wärmstens empfehlen, wenn ihr euch jetzt einen neuen PC kauft, nehmt 32 GB. Es gibt einige Spiele, die reizen das mittlerweile schon aus. 3600 MTS ist schon mal nice, CL16 ist noch nicer. Meistens sieht man 3200 MTS CL16 oder 3600 MTS CL18, aber hier haben wir auch CL16. Der ist nochmal deutlich schneller als ein 3600er mit CL18. Ist schön, dass darauf geachtet worden ist. Wir haben hier auch Dual-Channel, 2x16 GB, völlig okay. Kein schickimicki RGB-Bling-Bling, ja, wie es jetzt auf den Bildern zu sehen war, aber technisch gesehen guter RAM. Und der kostet 91,95 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB. Wir wissen hier auch wieder nicht, was wir bekommen. Ist ja meistens bei den Systemintegratoren so. Manchmal schreiben sie es rein, ansonsten ist es halt freie Wahl. Deswegen habe ich jetzt die günstigste genommen. Hier steht auch Tiefspreis. Das ist die ASRock Radeon RX 6800 XT Phantom Gaming OC. Die ist ganz easy für Full HD Gaming geeignet, für WQHD auch. Sogar 4K schafft die Karte. Da müsst ihr natürlich gucken, welche Titel ihr nehmt. Wenn ihr AAA Titel nehmt, dann müsst ihr halt so ein bisschen die Texturen und so runterschrauben. Ansonsten WQHD ganz locker, alles auf Maximum Settings. Wenn wir jetzt mal Hogwarts Legacy mit Raytracing außen vor lassen. Raytracing ist bei den Karten sowieso immer so ein Thema. Aber schaut euch einfach den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Und die kostet 539 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1 TB Western Digital WD Blue SN570. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde und TLC-Speicher von Kioxia. Die ist völlig in Ordnung. Selbst wenn es jetzt QLC gewesen wäre, wäre mir auch noch egal gewesen, weil normaler Gamer braucht jetzt nicht die übelst krasse SSD. Ob euch 1 TB reichen, das müsst ihr selber entscheiden. Ich persönlich schmeiße mir mittlerweile mal 2 TB rein, weil wenn wir uns jetzt hier mal so den Preisverlauf angucken, die Dinger werden immer günstiger, da kann man auch mal 2 TB reinschmeißen. Aber ist jetzt nicht schlimm, in dem Preissegment geht's halt noch. Und die kostet 41,14 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein BeQuiet PurePower 12M 750 Watt Vollmodular 80 plus Gold. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, wie der Name schon sagt, 80 plus Gold Zertifizierung und ist Vollmodular. Ist ganz geil, könnt ihr die Kabel, die ihr nicht braucht, einfach rauslassen aus dem Gehäuse, dann baumeln die da nicht irgendwie unten in den Schächten rum. Qualitativ bei 10 Jahren Garantie braucht man nicht drüber reden. 750 Watt für das System auch völlig ausreichend, bringt sogar schon den neuen Stromstecker mit für die neuen Nvidia Grafikkarten, obwohl ihr das hier nicht braucht bei der 6800 XT. Aber das ist echt so ein Dauerbrenner. Das läuft ganz oft bei uns in die Konfigurationen rein, wenn ihr euch jetzt ein Ticket da erstellt und ihr wollt dann irgendwie eine Liste haben, dann nehmen wir das ganz oft oder halt irgendwelche von MSI oder so, je nachdem, was preislich gerade interessant ist. Und das kostet 106,34 € bei digitalo.de. Windows ist nicht mit dabei, macht euch einfach einen Windows-Stick fertig. Ich habe dazu ja auch ein Video gemacht, dann kauft ihr einen Key bei meinem Partner oder sonst wo, wo ihr gerne möchtet und dann könnt ihr das aktivieren, das System auch gegessen. Und wir haben halt ganz normal 24 Monate Herstellergarantie. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.192,10 €. Das System soll kosten 1.379 €. Ja, ist ungefähr der Preis, den auch jetzt Mindfactory veranschlagen würde. Wenn ihr jetzt alles bei Mindfactory raussucht und lasst es da zusammenbauen, sind es auch ungefähr 190 €. Das ist jetzt nicht der Mega-Schnapper schlechthin. Es ist aber auch nicht überteuert. Ist halt genau so ein Mittelding. Konfigurationstechnisch ist es völlig okay. Ich wäre auf eine 2 TB SSD gewesen. Das müsst ihr aber selber entscheiden. Wie gesagt, in dem Preissegment kann man das auch machen. Wir hatten ja mal irgendwann spaßeshalber gesagt, pro 1000 € 1 TB, aber bei den aktuellen SSD-Preisen hätte sich das halt einfach gelohnt. Einfach nochmal 40 € in die Hand nehmen und dann direkt 2 TB haben. Was ich aber nice finde, das muss ich wirklich sagen, sind die 3600 MTS CL16 RAM. Ist keine Selbstverständlichkeit, sieht man sehr, sehr selten bei fertigen PCs. Da wird natürlich hier Credible Hardware auch seine Finger mit drin gehabt haben. Klar, ist ja ein System von ihm, aber da haben sie drauf geachtet, finde ich gut. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.